Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute Abend mitnehmen in ein Land voller Zauber und Poesie, wo man Gesichter fressen nennt. Ich möchte Sie mitnehmen in das Land der Vorlauten und Rotzfrechen. Mitnehmen in das Land, wo nicht Milch und Honig fließen, sondern Pilz und Korn. Wo man bollig ist, aber doch auch sentimental. Ich möchte Sie mitnehmen in unser aller Heimat, ins Ruhrgebiet. Wie sieht das da aus? Nun, bei mir ist es so, ich stehe manchmal gerne auf der Eisenbahnbrücke oben am Lohring. Gerne so an einem lauen Sommerabend, wenn die Sonne im Westen über Stahlhausen versinkt. Und dann schaue ich auf meine Stadt. Ich sehe die Türme der Propstei und der Christuskirche, das Mercedes-Hochhaus am Bahnhof. Ich sehe die neue Verwaltung der Stadtwerke, den Förderturm des Bergbaumuseums. Und ich denke, boah, schön ist das nicht. Ja, das ist so. Wir im Ruhrgebiet, wir laden ja jeden ein, zu uns zu kommen, um seinen Begriff von Schönheit zu erweitern. Ich meine, so eine mittelalterliche Garnisonsstadt mit Stadtmauer, Fachwerkhäusern und Residenzhäusern schön zu finden, das kann ja jeder. Ne? Aber auf dem Gasometer in Oberhausen stehen, sich umgucken und sagen, boah, was eine geile Gegend, das muss man wollen. Da muss man von hier sein. Ne? Was wird an dieser Gegend am meisten überschätzt? Das viele Grün. Ich kann es nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, boah, ihr habt aber viel Grün hier. Wenn ich Bäume sehen will, dann fahre ich ins Allgäu oder so. Da hat mein Opa immer gesagt, ja, das gebe woanders auch. Nee, ich brauch einfach die Aussicht auf Schlacke und Stahlträger und so. Und ich werde ganz nervös, wenn das nicht direkt um die Ecke ist. Also ich war erst kürzlich in einem Hotel in Allensbach am Bodensee. Ne? Da habe ich einen Blick über den See gehabt. Ich bin völlig bescheuert geworden. Ich bin zur Rezeption gegangen und haben gesagt, haben Sie nicht ein Zimmer, wo man wenigstens eine Fabrik oder sowas sieht? Aber die Gegend ist ja nur eine Sache. Das Wichtigste an so einer Gegend sind ja immer die Leute. Was sind das für Leute, mit denen wir hier jeden Tag zu tun haben? Also Höflichkeit ist nicht in jeder Lebenslage unsere Stärke. Das heißt aber andererseits, wir sind unheimlich direkt. Ne? Und wir erzählen ja auch gerne von uns, ob der andere will oder nicht. Kann einem passieren, dass man an einer roten Ampel steht, ist mir erst kürzlich passiert, stehe ich da, steht einer neben mir und versucht so nonverbal Kontakt zu mir aufzunehmen. Sie kennen das, wenn die Leute einen so angucken, so, damit man reagiert, ne? Aber sagen nichts. Ne? Und ich bin dann auch stur geblieben und der sagte irgendwann, ne? Willst auch rüber? Hör mal, ich hab hier schon mal 10 Minuten gestanden. Habe ich gemerkt, die Ampel ist aus. Ja, weißt du, ich habe immer so rote Flecken vor den Augen. War dann auch mit beim Arzt, der sagte, das ist aber nicht gut. Ja, jetzt habe ich noch 3 Monate. Du, ist grün, wir gehen mal. Ja. Oder fragen Sie mal bei uns in der Gegend nach dem Weg. Wenn Sie irgendwo in Restdeutschland nach dem Weg fragen, da wird er Ihnen manchmal sogar erklärt. Wenn Sie hier in Bochum an Herner Straße von der Autobahn runterkommen und fragen nach dem Weg, da kann es Ihnen passieren, dass der Angesprochene sagt, was willst du denn da? Also, ich war da mal, ne? Da war Scheiße. Da willst du überhaupt nicht hin. Ich sag dir jetzt mal, wo du hin willst. Wir befleißigen uns ja überhaupt einer sehr deftigen, farbigen Sprache. So eine Begrüßung wie, ey, jupp, du altes Arschloch, wird ja nicht zwingend als Beleidigung empfunden. Im Gegenteil, trifft man diesen Jupp dann ein paar Tage später auf der Straße und sagt nur, hallo Jupp, da sagt er, was ist denn mit dir los? Bin ich dir kein Arschloch mehr wert oder was? Ja. Mit diesem Ton kommt nicht jeder zurecht. Meine Frau zum Beispiel, die kommt aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Erlangen und die hat schon sehr komisch geguckt, als ich beim Essen zum ersten Mal sagte, kerl lecker die Scheiße. Und man versucht sowas natürlich auch an die Kinder weiterzugeben.
Das ist bei uns ein bisschen schwierig, weil meine Frau ist nicht nur aus Süddeutschland, die ist auch noch Schauspielerin. Das heißt, die versucht den Kindern so eine richtig flüssige, gute deutsche Aussprache mitzugeben. Da muss ich gegenarbeiten. Das ist schwer und schwer und schwerer. Und zum Beispiel beim Abendessen, ne, sitzen wir da und der Erstgeborene sagt, könnte ich doch etwas Wurst bekommen? Wie heißt das? Wie heißt das? Gib mal Wurst, genau. Unsere Sprache ist ja sehr bildhaft, ne, wobei man sich nicht gleich alles bildhaft vorstellen muss. Also meine Oma zum Beispiel, die spricht auch immer so bildhaft und ich muss mir nicht immer direkt vom inneren Auge vorstellen, wie das dann aussehen könnte, was sie da sagt. Also hat sie letztens zum Beispiel gesagt, geh du auf eine Beerdigung von die alte Dömern, da war so kalt, da habe ich mir richtig in Pinne fortgefroren. Will man sich nicht vorstellen, ne? Und ich will auch gar nicht so genau wissen, wo die Formulierung herkommt. Hör mal, da drinnen ist es finster wie in einem Bärenarsch. Woher weiß der Mensch das, ne? Aber wir sind eben Sprücheklopfer. Mein Opa zum Beispiel war so ein Sprücheklopfer. Von dem könnten die ganzen berühmten Ruhrgebietssprüche stammen, die sie bestimmt schon tausendmal gehört haben. Sie haben sich gefragt, wo kommen die wohl her? Mein Opa hat sie erfunden. Zum Beispiel, wenn mein Opa ausdrücken wollte, dass jemand zwar die Schnauze aufreißt, aber nicht wirklich was zu sagen hat, da konnte er sagen, ja, kein Arsch in eine Buchse, aber La Paloma pfeifen. Ne? Kennen Sie, ne? Oder wenn er es steigern wollte, hat er gesagt, keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. Und ich habe später herausgefunden, das stimmt. Müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie den nächsten Termin haben. Mein Opa hatte auch keinen Respekt vor großen Namen, im Gegensatz zu meiner Oma. Meine Oma wurde schon mal ganz nervös, wenn ihre Lieblingsstars im Fernsehen kamen. Ne? Da rutschte so auf dem Sessel hin und her und sagte so, oh, guck mal, der Fico Toriani. Und mein Opa, ja, der geht auch nur kacken. Die Luft ist ja auch so eine Sache hier bei uns. Ne? Früher war sie ja praktisch nicht vorhanden. Heute sind wir laut Regionalverband Ruhrgebiet ja praktisch ein Luftkurort. Das Davos des Westens, ne? Wenn nicht dieses eine böse Wörtchen wäre, nämlich Feinstaub. Wir sind ja quasi die Generation Feinstaub. Und jetzt ist ja neulich an der Herner Straße erst eine Messstation für Feinstaub errichtet worden. Ich glaube, gerade an der Herner Straße sollte keine Messstation sein, sondern gleich ein großer Sammelbehälter. Und Feinstaub ist ein Wort, da können Sie so den Altvorderen gar nicht mitkommen. Da ist zum Beispiel so ein alter Gartennachbar von meinen Eltern, also Schrebergartennachbar. Ne? Wenn ich dem sage, Theo, wie ist das, was hältst du von Feinstaub? Da sagt der Feinstaub, wenn ich das schon höre, du, wir hatten früher Staubkörner, die waren groß wie Ratten. Und wir sind auch groß geworden. Jahrzehntelang haben wir ja versucht, gegen diese ganzen Klischees vorzugehen, die über das Ruhrgebiet kursieren. Ne? Und heute sage ich Scheiß drauf. Wenn die Leute diese Klischees glauben wollen, dann sollen sie doch tun. Ich verschwende nicht mehr so viel Energie darauf, dagegen anzugehen. Ne? Ich sage dann immer, ja, das stimmt alles, wir leben wirklich unter Tage. Die Häuser oben sind nur Attrappen. Ja, unsere Kinder kommen mit der Grubenlampe an der Stirn zur Welt. Und ja, wir haben alle noch in der Küche so einen alten Förderkorb, da wird morgens die Familie reingetrieben, dann geht's sitt auf 1000 Meter Tiefe und da wird zum Frühstück an der leckeren Kohle geschleckt. Stopp, mögen dann einige rufen. Ist das nicht alles eine unerträgliche Stilisierung? Sterben die Bergleute, sterben die echten Proleten nicht langsam aus? Ist es nicht peinlich, sich ständig auf dieses überlieferte Malochertum zu berufen? Da sage ich Gegenfrage. Ist es nicht viel peinlicher, sich immer noch Lederhosen anzuziehen und sich zu Blasmusik selbst auf die Füße und den Arsch zu hauen? Obwohl man seit 100 Jahren keine Kuh mehr auf die Alm getrieben hat. Okay, der Ruhrpott stilisiert sich, gibt sich hemmungslos sentimental, riskiert die dicke Lippe und bekennt sich zu dem, was ihn einzigartig macht, ne? Nämlich die Arbeit. Also die Arbeit, die unsere Väter und Großväter kaputt gemacht hat. Ne? Die wir aber quasi immer noch einatmen, wenn wir im Stadtpark liegen und uns freuen, wie schön das Leben mit Abitur sein kann. Und am Ende des Tages stehen wir dann wieder auf Eisenbahnbrücken, sehen die Sonne hinter unserer halbherzigen Skyline untergehen und denken, nee, schön ist das nicht. Aber meins.
Oder wie mein Opa mal gesagt hat, weißt du, woanders ist auch scheiße.